Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 96 von Elder Scrolls Lore. Und in dieser Folge geht es um Dargoth Ur, den großen Feind des Tribunals von Morrowind. Geboren wurde Dargoth Ur unter dem eigentlichen Namen Vorin Dargoth in der ersten Ära im Haus Dargoth. Zu dieser Zeit war Haus Dargoth eines der sechs großen und fürstlichen Häuser von Morrowind und der Chimer, denn noch waren diese nicht zu den Dunmer gewandelt worden. Über das frühe Leben von Vorin Dargoth ist nun recht wenig bekannt. Allerdings stieg er schließlich zum Oberhaupt von Haus Dargoth auf und war somit als Anführer von einem der sechs Häuser eine der wichtigsten und mächtigsten Personen im Volk der Chimer. Er galt dabei als sehr ehrenhaft und als einer der treuesten Verbündeten von König Induril Nerevar. Er war ein begabter Diplomat und Redner. Und, wie es für Haus Dargoth üblich war, hatte Vorin eine Vorliebe für Musik und Klang. Die Chimer waren nun, nach der ersten Schlacht am Roten Berg gegen die Nord, mit den Dwemern verbündet. Nachdem beide Völker zusammen die Nord aus Morrowind vertrieben hatten, gründeten Induril Nerevar und König Dumak von den Dwemern den Ersten Rat. Und auch in diesem hatte Vorin eine hohe und respektierte Stellung. Und so war er es auch, der dem Rat davon berichtete, dass die Dwemer das Herz von Lorkhan unter dem Roten Berg entdeckt hatten. Weiterhin hatte Vorin in Erfahrung gebracht, dass der tonale Architekt Khaghrenak damit experimentierte und die Macht des Herzens nutzen wollte, um Numidium, einen künstlichen Gott, zu erschaffen. Das allein war Grund für Konflikt zwischen den Dwemern und Chimern. Doch Vorin befeuerte diesen Streit noch, indem er behauptete, die Dwemer wollen Numidium als Waffe gegen die Chimer einsetzen. So eskalierte der Streit schließlich zum Krieg des Ersten Rates, nachdem Verhandlungen zwischen Nerevar und Dumak scheiterten. Und dieser Krieg fand seinen Höhepunkt in der Schlacht am Roten Berg. Dort verschwanden dann im Jahr 700 der Ersten Ära alle Dwemer, noch während der Schlacht, und die Chimer hatten gesiegt. Und dabei fiel sowohl das Herz von Lorkhan wie auch Khaghrenaks Werkzeuge in die Hände der Elfen. Vorin hatte als großer Fürst von Haus Dargoth nun natürlich auch an der Schlacht teilgenommen und direkt an der Seite von Nerevar gekämpft. Und so war Vorin auch dabei, als das Herz und die Werkzeuge erobert wurden. Vorin wollte die Werkzeuge nun sogleich zerstören, um jeden Schaden für die Chimer zu vermeiden. Doch Nerevar zog sich zunächst zurück, um sich mit seinen engsten Vertrauten, Sothasil, Vivek und Almalexia, zu beraten. Bis eine Entscheidung gefällt wäre, sollte nun auch Vorin das Herz und die Werkzeuge bewachen. Letztlich entschied sich Nerevar, die Werkzeuge nun nicht zu zerstören, sondern sie zu verwahren. Doch als er mit diesem Entschluss zurückkehrte, wollte Vorin die Werkzeuge und das Herz nicht aufgeben. Er beanspruchte beides für sich und nannte sich nun auch Dargoth Ur. Er hatte die Werkzeuge, ohne das Wissen von Nerevar oder den anderen, benutzt und so einen Teil der göttlichen Macht des Herzens erlangt. Zugleich aber behauptete er weiterhin, dass er ja nur Nerevars Befehl ausführte, indem er die Werkzeuge und das Herz für sich behielt und bewachte. So kam es schließlich zum Kampf mit Vorin und Haus Dargoth, das sich nun gegen die anderen Chimer wandte. Aus diesem Grund wurde das Haus Dargoth später auch als Feind der Chimer in der Schlacht am Roten Berg aufgeführt. Schließlich wurde Dargoth Ur nun von Nerevar und seinen Truppen besiegt. Haus Dargoth wurde zerstört und die meisten seiner Mitglieder getötet. Und nur einigen wenigen wurde es gestattet, Teil eines anderen Hauses zu werden. Auch Dargoth Ur soll dabei im Jahr 700 der Ersten Ära den Tod gefunden haben. Von der Schlacht am Roten Berg
gibt es nun aber verschiedene Versionen in der Geschichtsschreibung und Tradition der verschiedenen Völker von Tamriel, die daran teilgenommen hatten. Was vermutlich darauf zurückgeht, dass sich durch die Aktivierung von Numidium während des Kampfes ein Dragonbreak, also ein Bruch der Zeitlinie, ereignet hatte. Und so gibt es nun auch verschiedene Versionen und Ansichten zur Geschichte von Dagoth Ur. Der offiziellen Geschichte nach, die auch vom Tribunal später vertreten wurde, soll er eben das Herz und die Werkzeuge an sich gerissen haben und dafür von Nerevar und seinen Truppen getötet worden sein, bevor Nerevar selbst an den Verletzungen, die er aus der Schlacht davongetragen hatte, verstarb. Die Erzählungen der Aschländer dagegen behaupten, dass das Tribunal, dem die Aschländer ja nie Folge leisteten und das sie auch nicht anbeteten, Nerevar töteten, um das Herz und damit göttliche Macht zu erlangen. Und Dagoth Ur soll daraufhin das Herz gegen das Tribunal verteidigt haben, in dem Versuch, Nerevars Tod zu rächen und seinem letzten Befehl, das Herz zu schützen, treu zu bleiben. Ein Brief von Dagoth Ur selbst berichtet dann aber, dass er von Nerevar tatsächlich angegriffen worden sei, was die offizielle Geschichte des Tribunals bestätigen würde. Wenngleich Dagoth Ur selbst natürlich behauptet, dass dieser Angriff ungerechtfertigt war. Auf jeden Fall wurde angenommen, dass Dagoth Ur für seine Taten im Jahr 700 der ersten Ära getötet wurde. Doch während Sothasil, Vivek und Almalexia ihr Versprechen an Nerevar brachen, die Werkzeuge von Kaghrenak verwendeten und zum göttlichen Tribunal von Morrowind aufstiegen, hatte Dagoth Ur tatsächlich überlebt und versteckte sich in den Tiefen des Roten Berges. Dort hatte er es geschafft, eine schwache Verbindung zum Herz von Lorkhan zu erhalten und so sein Leben zu retten. Doch es dauerte lange, bis er seinen Körper wiederhergestellt hatte, und so blieb Dagoth für eine lange Zeit versteckt und sammelte Kraft. Im Jahr 882 der zweiten Ära reiste das Tribunal dann einmal mehr zum Roten Berg, wo sie, wie sie schon so oft zuvor getan hatten, die Werkzeuge von Kaghrenak nutzen wollten, um sich Kraft vom Herzen zu nehmen und ihre göttliche Macht zu erneuern. Doch dieses Mal, im Jahr 882, erwartete sie dort ein wiedergekehrter Dagoth Ur, zusammen mit einigen Getreuen von Haus Dagoth. Allesamt in neuen und mächtigen Körpern, gestärkt durch Dagoths Verbindung zum Herzen. Und wie sich zeigte, waren diese Wiedergeborenen aus dem Haus Dagoth dem Tribunal ebenbürtig und vertrieben sie vom Roten Berg. Dadurch aber waren Sothasil, Almalexia und Vivek vom Herzen von Lorkhan getrennt, und während Dagoth Ur an Stärke gewann, wurde das Tribunal immer schwächer. Für Jahrhunderte dauerte dieser Zustand nun an und Dagoth Ur weitete seinen Herrschaftsbereich um den Roten Berg aus, wobei er eine schreckliche Korruption und Seuche über das Land verbreitete. Schließlich unternahmen Almalexia und Sothasil einen verzweifelten Versuch, Dagoth doch noch zu besiegen und das Herz zu erreichen, um ihre Macht wieder zu stärken. Doch Dagoth Ur besiegte sie erneut und erlangte dabei auch die Werkzeuge von Kaghrenak, während die beiden nur knapp mit dem Leben entkommen konnten. Nun hatte Dagoth Ur alle Macht in der Hand. Und das Tribunal wagte es nicht mehr, sich ihm zu stellen. Und er schuf stattdessen den Geisterwall, in dem Versuch, Dagoth Ur und seinen Einfluss wenigstens zu begrenzen. Dagoth Ur aber machte sich unterdessen daran, Akulakan, einen zweiten Numidium, zu erschaffen, mit dem er erst das Tribunal vernichten und Morrowind erobern wollte und dann ganz Tamriel. Da das Tribunal aber schon lange nicht mehr dazu in der Lage war, ihn davon abzuhalten, gab es nur noch eine Hoffnung für Morrowind. Die Prophezeiung des Nerevarin, laut der eines Tages eine Wiedergeburt von Induril Nerevar selbst erscheinen würde, um Morrowind zu retten. Und tatsächlich, im Jahr 427 der dritten Ära, erreichte ein Fremder auf Befehl von Kaiser Uriel dem Siebten Morrowind. Und dieser Fremde sollte kein anderer sein
als der legendäre Nerevarin, Wiedergeburt von Indoril Nereva. Da diese Prophezeiung auch von Azura gesprochen worden war, hatten sich sowohl Vivek wie auch Dagoth Ur auf das Kommen des Nerevarin vorbereitet und waren überzeugt, dass er tatsächlich erscheinen würde, auch wenn sie nicht wussten, wann oder wo. Vivek stand dem Helden nun mit Rat und Hilfe zur Seite. Auch wenn er wusste, dass ein Erfolg des Nerevarins die Zerstörung des Herzens von Lorkhan und damit das Ende der Göttlichkeit des Tribunals bedeuten würde. Dagoth Ur dagegen setzte alles Erdenkliche daran, den Nerevarin daran zu hindern. Letztlich aber konnte Dagoth Ur den Helden nicht aufhalten. Der Nerevarin eroberte die Werkzeuge von Khaghrenaq zurück, besiegte Dagoth Urs Anhänger und Getreue und zerstörte das Herz von Lorkhan. Damit verlor Dagoth Ur die Quelle seiner göttlichen Macht. Und auch wenn er weiterhin ein gefährlicher und mächtiger Magier war, so wurde er nun doch wieder zu einem Sterblichen. Und der Nerevarin konnte ihn im Kampf besiegen. Wobei auch Akula Khan zerstört wurde. So fand Dagoth Ur im Jahr 427 der dritten Ära sein Ende. Er war einst als Vorin Dagoth ein ehrenhafter und guter Anführer des großen Hauses Dagoth gewesen. Nerevar selbst hatte ihn sogar zu einem seiner treuesten Verbündeten gezählt. Doch durch die Versuchung von Macht war er zu Dagoth Ur geworden und hatte sein eigenes Haus in den Untergang geführt. Er war zu einem Übel geworden, das Morrowind für Jahrhunderte geplagt hatte, bevor er vom Nerevarin endlich aufgehalten werden konnte. Zwar ehrte er selbst als Dagoth Ur noch die Traditionen seines Hauses und sah sein eigenes Tun als nobel und gerecht an und sich selbst als einen passenden Herrscher für Morrowind, der das Land vom Tribunal und dem Kaiserreich befreien würde. Doch er hatte seine göttliche Macht genutzt, um andere zu kontrollieren und um Krankheit und Korruption zu verbreiten. So wie auch er selbst, durch die Macht des Herzens von Lorkhan in Versuchung geführt und korrumpiert worden war. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Elder Scrolls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls Lore.